Was passiert, wenn ich in einen Ausdruck einen anderen einsetze? Was passiert, Sinus hatten wir noch nicht, aber Sie ahnen schon, was der Sinus ist. Was passiert, wenn ich in den Sinus nicht x einsetze, sondern 2x einsetze? Was passiert, wenn ich in den Sinus nicht 2x einsetze, sondern x² plus 5 einsetze? Oder was passiert, wenn ich hier für das x nicht x nehme, sondern e hoch x nehme und so weiter und so fort? Was passiert, wenn ich Funktionen so zusammenbaue? Oder ich nehme nicht die Wurzel von x, sondern ich nehme die Wurzel aus 3 plus e hoch x. Oder hier setze ich auch nicht x ein, sondern da steht vielleicht die Wurzel aus 3 plus e hoch 7x plus 8. Das wären verkettete Funktionen. Funktionen, die man ineinander eingesetzt hat. Ich habe Ihnen von Paar den Verlauf gezeigt. Der offizielle Name für Verlauf professionell heißt Graph, der Graph einer Funktion. Wir hatten die Normalparabel gesehen, y gleich x², die kubische Parabel y gleich x hoch 3, die Hyperbel hatten Sie schon gesehen, y gleich 1 durch x, die Exponentialfunktion e hoch x, die hier durch 1 geht mit Steigung 45 Grad. Wie kann ich jetzt aus diesen ganzen Bestandteilen mir zusammenreimen, wie denn so ein Tier aussieht? Bei dem Ding hier müsste ich jetzt auch mal 3 Minuten nachdenken. Oder zumindest 2,5. Es gibt aber einige Fälle, in denen man sehr schnell sagen kann, wie das Ergebnis aussehen muss. Sehr wichtig in der Praxis, dass man durch Hingucken auf so einen Ausdruck sofort sagen kann, ah, der verläuft so und so, ich nehme einfach die Sinusfunktion, spiegel sie und bla. Wenn man so einen Ausdruck hat, eine Funktion von, und ich bastle ein bisschen was mit meinen Xen rum, nämlich nur so einen linearen Ausdruck, so eine lineare Funktion von meinen Xen, und ich bastle außen mit dem Funktionswert rum. In dieser Situation kann man relativ einfach sagen, was denn mit meiner Kurve passieren muss, mit dem Graphen passieren muss. Ich fange mal mit einem simplen Graphen an. Angenommen, meine Funktion hätte folgenden Verlauf, sowas von mir aus. Angenommen, das sei der Verlauf meiner Funktion. Das schreibt man gerne f dran, weil der Graph der Funktion tatsächlich die Funktion selbst ist im modernen mathematischen Sinne. Und nun möchte ich gucken, was denn passiert, wenn ich nicht dieses Ding nehme, ich schreibe mal wirklich y gleich f von x, wenn ich nicht das plotte, sondern wenn ich zum Beispiel plotte y ist gleich f von x plus 3. Ich rechne zu jedem x diesen Ausdruck aus und dann addiere ich 3 dazu. Was passiert anschaulich? Schon eine Idee? Um 3 nach oben, genau. Für irgendein x rechnen Sie den Funktionswert aus, das gibt Ihnen das f von x, das hier ist der Funktionswert. Dann addieren Sie 3 drauf. Na toll, dann liegen Sie da. Wenn Sie das für dieses x machen, liegen Sie da. Wenn Sie das für das x machen, liegen Sie da. Das heißt, wenn Sie zum Schluss einfach was addieren, oder auch schreiben 3 plus f von x, wenn Sie was addieren, heißt das, verschieben Sie die Kurve, den Graphen, wie es dann professionell heißt. Das wird der Graph von Funktion plus 3 sein. Zweimal der Funktionswert. Ich rechne zu gegebenen x den Funktionswert aus, setze das in meinen Sinus, Exponentialfunktion, bla, ein und dann multipliziere ich mit 2. Was wird dann mit der schwarzen Kurve passieren? Okay, wir nehmen vielleicht mal dieses x wieder, verdopple ich den Wert, dann lande ich hier. Ich nehme dieses x, gebe diesen Funktionswert, verdoppelt, ich lande da. Ich nehme dieses x, verdoppelter Funktionswert, landet wo? Nach unten, genau, minus irgendwas wird schlimmer noch. Ich nehme diesen, verdoppeln, lande da. Offensichtlich wird die nicht gestaucht, sondern sie wird von der x-Achse weggespreizt. Die wächst auf die doppelte Höhe oder die doppelte Tiefe. Wo die Originalfunktion 0 ist, ist natürlich auch das doppelte 0. Das passiert, wenn Sie mit einem Faktor multiplizieren. Sie nehmen die Kurve und ziehen sie auseinander. Das passiert, wenn Sie mit einem Faktor multiplizieren. Dann können wir auch noch y gleich minus 2 mal f von x machen. Was passiert dann? Gespiegelt und gestreckt oder andersrum. Nehmen Sie diesen Funktionswert mal 2 und minus, dann landen Sie da. Diesen Funktionswert mal 2 mal minus, dann bin ich da oben. Also wir haben den Streckungseffekt von der x-Achse weg und das Ganze ist noch gespiegelt an der x-Achse. Das macht dieses Minus. Jetzt habe ich keine Farbe mehr, um alles auf einmal zu machen. Ich kann einen ganz dicken Stift nehmen. Was passiert, wenn wir das alles auf einmal machen? Minus 2 mal den Funktionswert plus 3. Was auch immer für ein f von x ich rausgekriegt habe, ich nehme es mal 2, also von der x-Achse wegspreizen, mal minus, das heißt an der x-Achse spiegeln, und zum Schluss schiebe ich den Kram noch 3 nach oben.
Das heißt, ich habe im Endeffekt diese blaue Kurve, aber um 3 nach oben. Sowas muss das werden. Die blaue Kurve, aber um 3 nach oben. Kann irgendwer noch was erkennen? Ich auch nicht. Wichtig ist das Prinzip. Was auch immer ein Funktionswert rauskommt, mal 2 verdoppeln, das heißt von der x-Achse wegspreizen, minus, das heißt an der x-Achse spiegeln und dann noch um 3 nach oben. Das können Sie natürlich mit jeder Funktion so durchexerzieren. Stellen Sie sich vor, hier stimmt die Normalparabel, stellen Sie sich vor, da stimmt der Sinus, die Wurzel, wie auch immer. Sie nehmen die Originalkurve, Faktor 2 von der x-Achse weg, an der x-Achse spiegeln und 3 drauf. Das ist, was außen passiert. Das ist der einfache Teil, wenn ich den Funktionswert nehme und dem Funktionswert was antue. Ekliger wird's, wenn ich dem x was antue.